So. Wir fangen jetzt einfach an. Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich versuche diese Einleitung jetzt etwas weniger gestellt zu machen. Ihr müsst direkt von vornherein wissen, ich bin kein professioneller YouTuber und habe kaum Ahnung von Achterbahnen, aber trotzdem, here we go! Mein Name ist Mizi und ich mache ein Video für den lieben Bro und die liebe Uschi vom Ride Review Video Magazin. Und zwar ist es ein Battle of Rides Video. Es geht hier um zwei Achterbahnen, eine die ich kenne und eine die ich nicht kenne. Die ich kenne, ist Colorado Adventure aus dem Phantasialand in Brühl bei Köln und die andere ist Nefes Kesen, in der Hoffnung, dass ich das richtig ausgesprochen habe, in der Türkei. Genau, und wir werden uns jetzt beide Achterbahnen mal ein bisschen genauer zum Gemüte führen. Und da ich kein Achterbahnexperte bin, habe ich es mir einfach gemacht und habe mir einfach als Gäste beide Achterbahnen eingeladen. So, wir wollen mal schauen, was sie zu erzählen haben. Herzlich willkommen, Colorado Adventure. Herzlich willkommen, Nefes Kesen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier und ja, erzählt mal ein bisschen was über euch. Achchen. Ja, lass mal trinken, wa? Prost. So. Hola. Was? Du bist eine Westernwalds-Achterbahn. Was soll das spanische Gehabe? Also erstmal bin ich eine Stahlachterbahn und keine Holzachterbahn. Außerdem stehe ich seit 2013 in Mexiko. Muss man sich auch ein bisschen anpassen. Vorher stand ich in der Westernstadt, aber ist ja auch schon was länger rum jetzt, ne? Es ist nicht Spanien, Chica. Und deswegen musst du jetzt... Leute, könnt ihr das vielleicht wann anders klären? Stellt euch doch erstmal vor und sagt einfach mal, wer ihr seid, wo ihr herkommt. Genau, damit die Leute ein bisschen was über euch erfahren. Mein Name ist Nefes Kesen und ich komme aus dem ersten Freizeitpark in der Türkei, dem Vialand. Also ich heiße, wie du ja weißt, Colorado Adventure. Ehemals Michael Jackson. Was denn jetzt? Ja, also, wie gesagt, Michael Jackson Thrill Ride und stehe im Phantasialand in Brühl bei Köln. Alter, man sieht's. Alles klar, wir haben es gehört. Wie alt seid ihr? Ja, also ich bin ein Vekoma Mindtrain von 1996. Michael Jackson hat mich getauft und war auch mein Pate. Kannst du sagen, mithalten, Chica? Weil das komische Skelett dir eine Flasche an den Kopf gehauen hat, soll ich jetzt beeindruckt sein. Ich bin ein Intermin Blitzcoaster von 2014. Ich bin noch jung und schnell. Muss ich mir das wirklich geben? Ich wohl ein April-Scherz. Steh einfach drüber. Colorado, wo Nefes Kesen das gerade angesprochen hat. Wie schnell bist du? Also ich meine, du bist ja nun mal schon etwas routinierter, sagen wir es mal so. Und ich kann ja trotzdem aus eigener Erfahrung sagen, dass dir an Thrill und Action und Geschwindigkeit wirklich nichts verloren gegangen ist. Excuse me? Ja, so 50 km/h ist meine maximale Geschwindigkeit. Ja, also ich habe 4 Züge, bin 26 Meter hoch, 1280 Meter lang. Meine Fahrt geht 2 Minuten 55, also richtig lang. Ja, bin eine richtige Spaßmaschine. Ich fahre 2300 Personen die Stunde weg. Damit musst du erstmal mithalten, Chica, ne? Ja. Und? Wie viel schaffst du? Was ist los? Wer zum Teufel braucht solches Wissen? Das ist einfach nur unnütz. Wer will denn wissen, wie viele Personen in der Stunde befördert werden können? Okay. Na, ja, macht ja nichts. Wie sieht's aus bei dir? Womit kannst du aufwarten? Also ich bin ganze 110 km/h schnell. Also ich will jetzt nichts sagen, aber Taro nebenan ist 117 km/h schnell und hat 2 Launches. Listen, Bitch. Ich bin ganze 50 Meter hoch und außerdem habe ich Rennwagen-Thematisierung, ja? Ich meine, guck mich an.
Hast du schon mal so heiße rote Schienen gesehen? Rot nicht, aber heiß. Möchtest du uns das erklären? Naja, er hat ja auch brandneue Felsverkleidung bekommen, nicht wahr? Meinst du nicht, das ist ein bisschen unfair? Also für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Früher, nach der Eröffnung von dir, also Colorado Adventure, gab es einen Brand bei Schweißarbeiten in der Off-Season. Und später, als die benachbarte Gebirgsbahn in Brand geraten ist, mussten diverse Teile ersetzt werden der Felskulisse und wurden dann in dem Zuge auch durch feuerfeste Materialien ersetzt. Wo wir gerade beim Thema Kulisse sind. Wie sieht's denn bei euch beiden mit der Thematisierung aus? Ups. Ja, wie schon erwähnt, stand ich ja früher in der Westernstadt und war als Geisterzug außer Kontrolle in Silver Dollar City unterwegs. Und ja, meine schicke Lok, die du ja nicht hast, und meine wunderschöne Station, total toll thematisiert. Das war schon immer ein Blickfang für die Leute, ne? Wie ich ja gehört habe, wünscht Bro sich zwar noch mehr Felsverkleidung, aber ich muss sagen, seit ich diese ganze Einhausung gekriegt habe, ist mir einfach nur noch viel zu heiß. Und ich bin froh, dass es jetzt so bleibt. Und das reicht mir auch. Das hat halt was mit Brandschutz zu tun und mit Lärmschutz. Ja, wenn man auch so rappelig ist. Rappelig. Mhm. Wir sprechen uns dann in 10 Jahren wieder. Was hast denn du eigentlich an Thematisierung zu bieten? Ja. Ich bin ein Rennwagenzug. Und sonst so? Also, wenn ich jetzt mal google, Station mit einer roten Wellblechhütte, nicht so viel hier zu sehen, auf den Bildern jetzt zumindest. Ja, erzähl mal, womit lockst du denn dann die Besucher so an? Also als allererstes mit meinem LSM-Lounge, der die Leute auf satte 110 km/h Topspeed beschleunigt. Sagtest du schon. Nach dem Lounge geht's ab in den Top-Hat, in dem man mit einem Twist reinfährt. Danach kommt ein richtig krasser Drop, mehrere Airtime-Hügel, eine Overbank-Curve und einen Inline-Twist am Ende. Das musst du, alter Sack, mir erstmal nachmachen. Als ob du auswendig wüsstest, wie deine Elemente heißen. Was soll das heißen? Na, die hast du aus Bros Video. Ach Leute, es ist doch wurscht. Wir sind doch alle nur hier, weil ich auch keine Ahnung habe. Also chillt doch einfach. Also, bei mir gibt es 3 Lift-Hills. Viele Helixe, ja, komplett dunkle Passagen im Tunnel, da rast man mit Vollspeed durch, Near-Miss-Effekte ohne Ende, also schon geil, die Leute schreien schon immer ziemlich gut. Ja, und man fällt fast raus. Ach, meine Bügel haben halt Oldschool-Charme. Früher im Wilden Westen, da hatte man auch keinen überkrassen Ledbar auf seinem Pferd. Was hast du für Bügel? Schicke rote Lapbars, die trotzdem Schulterfreiheit bieten. Ja, daran war es ja. Okay. Wie viele Personen können eigentlich in euren Zügen Platz nehmen? 32. Die erste Sitzreihe ist ja bei mir die Lok und die hat noch 2 Sitzplätze. Also 16. Aber die Aussicht ist, naja, wie mein Name schon sagt, breathtaking. Okay, cool. Leute, ich danke euch, dass ihr hier wart und mir bei diesem Video geholfen habt. Vielleicht solltet ihr zweimal zusammen eine Dose WD-40 trinken gehen oder so. Aber ich meine, ihr zwei seid wirklich sehr unterschiedlich, aber trotzdem seid ihr beides super tolle Achterbahnen. Und ich meine, dass Bro und Uschi euch beide feiern, das sagt ja wohl einiges aus. Also von daher. Ich mag Uschi. Wer ist Uschi? Soll ich dir was sagen? Uschi mag dich auch.